Grosses Lachen habe ich im Gesicht. Wir haben Karl Eichen antreffen. Und jetzt geht es um eine ganz spezielle Einladung. Es gibt nämlich einen Anlass, der natürlich auch die letzten drei Jahre nicht stattfinden konnte. Und ich oute mich jetzt hier notabene. Einer meiner Lieblingsanlässe, es ist der Metzgergrill. Karl, was wird dieses Jahr geboten? Weil ich meine, wenn die ganze Gilde von Metzger Grill an Grill aufreiht, darf man einiges erwarten. Ja, man darf viel erwarten. Wir haben das jetzt schon dreimal gemacht. Und leider wegen Corona hat es jetzt zweimal ausfallen. Und wir freuen uns sehr, dass wir am 8. Juni auf der Friedalinsmatte in Birsfelden den Anlass wieder durchführen dürfen. Das ist für alle Kunden. Wir laden alle Kunden von allen privaten Metzgereien der Region laden wir ein. Es sind 9 Metzgereien plus die Berufsschule mit einer Klasse, die auch dort grillieren. Die Leute können bei allen essen, so essen und trinken, so wie sie wollen. Und das ist natürlich ein Highlight von uns vom Jahr, dass wir den Kunden so eine Freude machen können, dass sie können bei allen Metzgern, nicht nur bei einem, sondern bei verschiedenen, das, was sie am liebsten können, degustieren und essen. Du sagst jetzt das, was sie am liebsten haben, aber euer Spruch ist doch immer von nose to tail. Das heisst, man kann wieder erwarten, dass alles Mögliche kredenzt wird. Ja, das ist ja so. Also die Vorgabe von uns ist, jeder Metzger macht irgendetwas Neues zu Hotel und daneben macht er seine Spezialität. Dass alle Leute eben von allem können probieren können und es geht durchs Band weg. Also es hat ein Kalbsherz vom Grill bis am Schluss vielleicht zum Ochsenschwanz. Also es sind alle Teile vertreten und das macht es ja auch spannend. Daneben gibt es ja noch ein Salatbuffet, daneben gibt es noch ein Dessert. Also es werden alle zufriedengestellt und es ist, Preis-Leistung ist sowieso, kannst du nicht rechnen, das würde mehr kosten. Aber es muss ja vernünftig sein, dass die Leute Freude haben und dann auch wirklich kommen. Das letzte Mal gesehen, man lernt nicht nur etwas über Grilladen, sondern auch bei Zutaten. Ist der Metzger an erster Stelle mittlerweile. Für euch die Einladung, buchen Tickets, man kann mit einem Geschäft gehen, man kann mit Kollegen gehen. Und ich kann euch wirklich versprechen, das gibt einen Schlemmer Tisch par excellence. Friedolinsmatte hat genug Platz. Du bist auch dort am Grillen? Also, ja, wir sind natürlich dabei. Das wäre nicht gut, ich wäre jetzt dort, würde da Reklame machen und wir sind dann... Hätte ja können sein, dass du auch mal gehst, selber mal hinsitzen und auch genießen. Hinsitzen. Nein, wenn, wenn die Leute zufrieden sind, die Leute gegessen haben, sitzen wir dann auch an. Dann tun wir dann auch etwas genießen. Also dann sehen wir uns auf der Friedolinsmatte, oder? Ich freue mich, Sally.